sag's ehrlich mal, das ist ja der reinste Blödsinn, den ich je gehört habe. Das war so ein Blödsinn. Aber okay, suchen wir mal. Oh, irgendwie ist die Kameraführung so übel. Oh, warte mal. Kann ich da hochklettern? Oder irgendetwas? Nein, kann ich nicht. Was für ein Käsedreck. Toll, ich gehe mal jetzt den ganzen Weg wieder zurück, in der Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwas verpasst habe. Ah, super. Okay, vielleicht können wir nochmal die Karte aufrufen. Wo hat er gemeint, sollte es sein? Ich weiß es ja nicht. Da sind Feinde, 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 Feinde. Ab... wie? Absprungpunkt. Okay. Gut. Setzen wir mal einen Weg dahin. Oh, ich sehe gerade, wir sind wieder voll aufgeladen. Damit meine ich nicht Energie, also lebende Energie oder so, sondern... Ja, sehe ich schon da. Für einen Special Move. Oh Mann, die Kameraführung. Ich habe irgendwie das Gefühl, es läuft mir ein bisschen zu schnell. Aber mal ganz ehrlich, das ging die ganze Atmosphäre hier. Ich meine... Die Auflösung, es ist sehr schön, es ist klasse, es ist ach, herrlich. Das ist wirklich herrlich, alles so gestaltet. Aber, naja, erstmal gucken. Aber, ist ein bisschen alles schwierig hier. An sich macht das sowieso Spaß. So, ja, wir gehen jetzt wieder mal zurück. Die ganze... Ebene zurück. Hoppla. Ist ein Stecken geblieben. Was ist das denn hier? Oh, das ist ja wunderhübsch. Wow. Das ist schön. Aber irgendwie auch unheimlich. Ich muss euch ein Geheimnis anvertrauen. Ich bin nicht traurig. Als ich ein kleines Mädchen war, sagte mein Vater immer, wenn man mit jemandem alt werde, würde man sein Schicksal an ihn binden. Ein Muster schaffen, das zum Teil das eigene, zum Teil das des anderen war. Mein Vater sagte, das wird kurz nach der Frau sterben. Aber ich bin frei. Schade, ich kann jetzt die Geschichte nicht so mitverfolgen. Na, 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 na. Diese Wölfe sind ja ganz furchtbar. Na. Sei nicht so. Störisch, du kleines Stündchen. Mach Sitz. Böses Wauwau. Ganz böses Wauwau. Okay, die Story habe ich nicht so ganz wieder hin mitverfolgt, aber was ist hier? Oh, wieder eine Truhe. Na super. Ja, da muss ich mich mal ganz kurz richtig hinsetzen. So. Ja, Dietrich. Ja, okay, machen wir das mal. Wie war das nochmal? Nein! Ach, komm. Ach, gut. Hier. Okay, geknackt. Was haben wir da? Wir nehmen alles mal mit. Oh, was haben wir hier? Was? Wow, Wolf, du hast mich erschreckt. Verdammt. Mach Platz! Böses Wauwauchen. Wieder ganz böse. Gut, das haben wir schon mal erledigt. So.
Das ist die, was wir gesucht haben. Genau, das ist die. Mögen euch eure nichtigen Götter beschützen, Sterblicher. Ich werde Eri genannt. Euer Gesicht ist mir neu. Ihr seid anders als jene in Gorhard. Sie amüsieren mich und ich strebe danach, so viel wie möglich von ihnen zu lernen. Seid ihr hier, um mich nach den Tuatha zu fragen? Ich kann euch nur das anbieten, was ich weiß und hoffe, es genügt euch. Ja, darauf kommen wir später. Wir wollen ja das ganze Thema ein bisschen vertiefen. Ja, wegen den Tuatha, was ist mit denen? Ich kann spüren, dass sie in der Nähe sind und wie Schatten im Sonnenlicht durch die westlichen Wälder huschen. Was könnte sie nur hierher geführt haben? Die Tuatha halten sich nicht mit leichter Beute auf. Wenn sie diese Wälder durchstreifen, jagen sie etwas, das ihre Bemühungen wert ist. Das wäre wohl meine Wenigkeit. Und Sterbliche? Ich finde sie so unglaublich interessant. Von ihrer Kleidung bis hin zu ihren seltsamen Gewohnheiten und ihrem Verhalten. Erst gestern habe ich einen Mönch aus der almanischen Mission durchs Unterholz schleichen sehen. Ihr seid wahrlich sonderbare Geschöpfe. Sonderbar, aber auch wundervoll. Danke. Irgendwie auch sehr nett. Ja, Hof des Sommers, was ist damit? Wir sind Geschöpfe der Zyklen und Kreisläufe allen Lebens. Wir erfreuen uns an neuem Leben und immerwährendem Wachstum. Sterbliche mögen die Wärme der Blütenblätter sehen und die Schönheit einer neugeborenen Knospe riechen können, doch nur die Feien erkennen die Kraft der Wurzeln unter der Oberfläche. Und Gorhard? Ich mag jede einzelne traurige Seele in diesem Dorf. Sogar den sturen Herk mit seinem sanften Herzen und den betrunkenen alten Arnik. Und die Witwe fasziniert mich. Ihr ist nicht bewusst, dass ihr Liebster tot ist. Ich beobachte sie von meinem Platz aus und hoffe, die Gründe für ihr Streben und ihre Leidenschaften begreifen zu können. Wenn ich könnte, würde ich jedem von ihnen die Ewigkeit schenken. Doch leider kann ich das nicht. Oh, ich weiß nicht. Irgendwie mag ich sie. Sie ist so richtig nett und freundlich. Aber die Feinland, was ist damit? Die Feinlande? Ja, ich habe dieses Wort schon einmal gehört, aber ich verstehe seine Bedeutung nicht. Es gibt nur Feien und es gibt nur das Land. Die Denkweise dieser Almain ist so bezaubernd. Ach, ich kann mich nicht richtig hinsetzen. Ja, okay. Und jetzt? Viele Zyklen hinweg habe ich den Wald durchstreift und den Wissenssteinen der großen Balladen gelauscht. Und davor habe ich in den Gärten von Ysa gelebt. Aber ich bevorzuge die Ruhe dieses Dorfes, die Fröhlichkeit der Ahnungslosen. Sie hat richtig schöne Augen. Die sehen so verträumt aus, erinnern mich auch ein bisschen an die Augen der Elfen von Dragon Age 2. Da sind sie so groß und in einem das so ein Avatar. Nicht Herr der Elemente. Gärten von was? Ich kann euch nicht viel darüber verraten. Die Gärten sind das Juwel des Hofes des Sommers. Ein Wunder, das nur wenige Sterbliche je erblicken durften. Oh. Sie liegen weit östlich von hier, in einem Wald, der alle verschlingt, die seine Geheimnisse nicht kennen. Ihr solltet derartigen Mysterien nicht nachjagen, Sterblicher. Sie sind nicht für euch bestimmt. Schade. Okay, kommen wir zum eigentlichen Thema, oder gibt es noch was, was wir hier bereden können? Wissenssteine. Sie enthalten Erinnerungen, bedeutende Ereignisse, Ideen, Lieder und Inspirationen. Die Feien zeichnen ihre Worte nicht mit Tinte oder auf Papier auf. Tinte verblasst, Papier zerfällt. Die Wissenssteine kennzeichnen jene Momente, in denen unsere Art einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, in denen sich die Zyklen verlangsamten, um Augenblicke gewaltigen Ruhms zur Kenntnis zu nehmen. Okay, gibt es noch was? Nein, gibt es nicht. Eine Feier wurde verletzt. Könnt ihr helfen? Ja, ich habe das Verbrechen beobachtet, obgleich ich den Angreifer nicht erkannt habe. Es ist oftmals sehr schwierig, Sterbliche auseinanderzuhalten. Das Opfer war Illuvia, aber ich kenne sie nur flüchtig. Ihr hofft sicher auf einen Rat von mir, aber ich kann euch keinen geben. Wenn der große Kreislauf auf sie wartet, dann ist das ebenso. Dennoch würde es mich interessieren, ob die Behandlungsmethoden von euch Sterblichen bei jemandem von meinem Volk anschlagen. Das wollte ich schon immer wissen. Es müsste jedenfalls etwas Starkes sein. Eure empfindlichen Körper sind weitaus anfälliger als unsere. Ich finde es ohnehin erstaunlich, wie lange ihr damit leben könnt. Ja, Entschuldigung fürs Husten, aber großer Kreislauf, was soll das heißen? Wir alle sind von der Gnade der wechselnden Zyklen abhängig.
Sterbliche ebenso wie Feien. Wenn für jemanden die Zeit gekommen ist, in den großen Kreislauf überzugehen, dürfen wir uns nicht dagegen wehren. Der Tod ist wie der Herbst und ebenso natürlich wie die letztendliche Wiedergeburt. Aber könnt ihr wirklich nichts tun? Ich meine, sie liegt im Sterben. Wo finde ich einen Heiltrank? Vielleicht hat eure Apothekerin einen. Ihr könnt den Trank natürlich auch selbst herstellen, wenn ihr entsprechend ausgebildet seid. Oh, das sieht nicht so gut aus. Also, ich bin nicht ausgebildet. Ich müsste dann halt zur Apotheke gehen. Okay, ade. Leb wohl. Ich würde dich gerne hier runterschubsen, aber okay, das mache ich besser nicht. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Und hoffen, irgendwie was zu erreichen. Bevor noch eine Truhe... Ja, öffnen wir mal. So. Nein, das war Mist. Und die ist offen. Hm. Ja, Reparaturkit. Ja, können wir alles mitnehmen. Können wir gebrauchen. Schön. Gut. Für Reagenzien, gut. Haben wir schon mal. Ah, toll. Bleibe ich hier stecken, okay. Das haben wir auch schon mal. Ah. Okay. Was zur... Okay, ihr wolltet kämpfen? Na, ihr wollt kämpfen? Okay, könnt ihr haben. Nee. Na, was habt ihr geklaut? Ihr Rabauken. Okay, das haben wir schon mal mit. Das haben wir auch schon. Ja, okay. Gut, gehen wir mal weiter. Oh, wie feige einige Menschen sind. So. Dann gehen wir mal gleich zur Apotheke und hoffen, wir finden da ein Heilmittel. Oh, warte, da habe ich was vergessen. Das muss ich mitnehmen. Gut, wo ist genau die Apotheke? Hoffentlich finde ich da... Nein. Alchemie des goldenen Zeitalters. Ich glaube, das wäre so gesehen die Apotheke, was sie meinte. Hm. Naja, wäre wahrscheinlich auch so. Alchemie. So, die meisten Waffen verursachen grundlegend Körperschaden, der gegen alle Gegnertypen, ja, schon klar. Oh, ich hoffe mal, ich liege richtig und ich bin hier richtig. Was wollt ihr? Ihr da, ist euch übel? Juckt etwas? Läuft euch Blut aus den Augenhöhlen? Ich habe diese Symptome überall bemerkt. Nein, schlimmer kann es nicht werden. Wenn die Rote Legion damit zu tun hat, blicken wir möglicherweise alle dem Tod ins Gesicht. Was habe ich getan? Ja, das ist die Apotheke, meine Güte. Meine Güte, ich bin heute ziemlich neben der Spur, das ist ja gar nicht so gut. Ja, wegen der Tuata, ich möchte ein paar Fragen stellen. Sie sind die unsterblichen, verdorbenen Wurzeln. Ihre Existenz ist eine Abartigkeit. Alles in Amalur existiert aus einem bestimmten Grund, bis auf die Tuata. Sie sollte es nicht geben. Wie nett. Und die Rote Legion? Sie sind Banditen. Unbarmherzig und gut organisiert. Die Rote Legion macht enorme Gewinne, indem sie Jagd auf die schutzlosen Allmeinsiedler macht, die nach Osten reisen. Früher hatten sich diese Verbrecher auf die Küste beschränkt, doch vor kurzem sind sie ins Landesinnere vorgedrungen, um dem Krieg aus dem Weg zu gehen. Und jetzt sind sie unser Problem. Kann man so als Deserteure bezeichnen, würde ich sagen. Nane, was? Wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Mein Name ist Nana Hanri und ich bin die ehemalige Oberalchemistin von Alistar. Aber ihr wisst vermutlich nicht einmal, was das ist, oder? Als mir die Schularen im Turm befahlen, das Gelände zu verlassen, habe ich hier Zuflucht gesucht. Die Allmeinen bleiben gerne unter sich und kümmern sich um ihre eigenen Angelegenheiten. Genau wie ich. Okay.
Und Kristallkrieg, was ist damit? Ich habe schon viele Kämpfe erlebt, doch noch keinen, in dem das Schicksal so vieler auf dem Spiel stand. Es geht den Tuatha nicht einfach nur um den Sieg. Sie wollen die absolute Herrschaft und werden alles tun, was nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen. Gut, und großer Heiltrank? Meint ihr wirklich, ich könnte mich von irgendetwas trennen? Noch dazu von einer meiner besten Mixturen? Hier wird geforscht. Da ist für Wohlfahrt kein Platz. Na, wie nett. Und was ist mit den Experimenten? Was werden hier für Experimente gemacht? Ich habe mich jahrelang mit Alchemie, Heilung, Wahrsagen und Umwandlungen beschäftigt. Doch jetzt, wo uns dieser Krieg bedroht, erscheint mir das alles unwichtig. Nun verbringe ich meine schlaflosen Nächte damit, nach einer Formel zu suchen, die derartige Auseinandersetzungen für alle Zeiten beendet. Okay, und was ist Alesta? Habt ihr ihn denn nicht gesehen? Den düsteren Turm im Westen? Vermeidet seine Schatten, wenn ihr könnt, denn das, was in Alesta vor sich geht, bedeutet für niemanden etwas Gutes. Und ich muss es wissen. Gut. Ja, jetzt mal zum Eigentlichen. Ich brauche einen Heiltrank. Ich bin sicher, ich habe hier irgendwo ein Fläschchen, aber mir fehlt die Zeit, jetzt danach zu suchen. Es tut mir leid. Welche Symptome? Warum stellt ihr Fragen, deren Antworten ihr ohnehin nicht verstehen würdet? Eure Stärke liegt eindeutig nicht im Geist, sondern im Führen einer Waffe. Wenn ihr es denn wissen müsst. Es wurde etwas Wertvolles gestohlen. Eine alchemistische Formel, die bei Freisetzung zu unsagbarer Vernichtung führen würde. Ich sehe ihre Symptome überall. Nur mein Schüler Kart und ich wussten von meiner Arbeit an der Formel, aber er ist ebenfalls verschwunden. Was ist die Formel? Es war eine frühe Version, instabil und potenziell sehr gefährlich. Ich möchte eine Waffe entwickeln, mit der die Alpha gegen unseren gemeinsamen Feind, die Tuatha, vorgehen können. Mehr kann ich nicht sagen, sonst verrate ich meine Geheimnisse. Nur so viel. Es hat etwas mit Verletzungen, Kröpfen und jeder Menge Eiter zu tun. Na lecker. Wer war euer Lehrling? Sein Name war Kart Hilfred. Eines Morgens fand ich ihn vor der Tür bei den Glutaugen. Ich war beeindruckt, wie gut er mit Pflanzen umgehen konnte. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so wissbegierig war. Ich werde euch helfen. So viel Entgegenkommen verdiene ich gar nicht nach allem, was ich getan habe. Wenn es in Odara zur Katastrophe kommt, ist es meine Schuld. Ich bin nicht sicher, wohin Kart gegangen ist. Aber ich weiß, dass er vor der Zeit bei mir in den alten Kammern von Agnur-Fahal gelebt hat, einer Erati-Ruine östlich von Gorhat. Sobald ihr Kart in Sicherheit gebracht habt, müsst ihr herausfinden, was mit meiner Formel geschehen ist. Und dann zerstört sie. Das ist unsere einzige Rettung. Okay, Agurfahrt. Die Dorfbewohner denken, es würde dort spuken. Aber ich habe das Gefühl, das ist nur eine List der Roten Legion. Sie wollen diese Leute so lange einschüchtern, bis sie sich unterwerfen. Und es funktioniert. Okay, und wo ist dieser Grat? Er hat immer von der Zeit erzählt, als er in den verlassenen Hallen von Agnur-Fahal, der Erati-Ruine, lebte. Man sagt, es soll dort spuken. Aber die Leute sagen vieles. Ah, hier, noch eine Sache und da müssen wir auch weiter. Ich fürchte um sein Leben. Kart besitzt eine Begabung, wie ich sie bislang nur bei wenigen gesehen habe. Wenn ihn die Rote Legion in ihrer Gewalt hat, weiß niemand, was sie mit ihm anstellen wird. Gut, dann werden wir den Jungen mal suchen. Wiedersehen.